Aachen im Zweiten Weltkrieg. 74 Luftangriffe, davon 5 Großangriffe, haben die Stadt in Trümmer gelegt. Einem Aachener Filmamateur, dem Gewerbelehrer Hans Lahai, verdanken wir einzigartige Dokumente des Luftkrieges. Das Fotografieren und Filmen von Bombenschäden war streng verboten, aber Lahai hatte eine Sondergenehmigung, um die Auswirkung feindlicher Luftangriffe auf Aachen für die Nachwelt zu dokumentieren. Er filmte, wie nach jedem Angriff sofort die schwersten Schäden beseitigt wurden. Räumkommandos der Wehrmacht halfen mit, Straßen und Verkehrswege wieder benutzbar zu machen. Der 100. Fliegeralarm am 10. Juli 1941 fiel mit dem ersten Großangriff auf die Stadtmitte zusammen. Der schwerste Angriff traf Aachen am 14. Juli 1943. 500 Sprengbomben und 110.000 Brandbomben, dazu 21.000 Phosphorbrandbomben, hatten verheerende Auswirkungen. Im Frühjahr 1944 wird mit den alliierten Vorbereitungen für die Landung in der Normandie der Aachener Bahnhof ein strategisch wichtiges Angriffsziel. Lahai filmte auch diese rein militärischen Schäden, sicherlich außerhalb seiner Sondererlaubnis. Der Verkehr nach Belgien und Nordfrankreich wird auch durch solches Chaos nur für Stunden unterbrochen. Die Gewalt einer Luftmine schleuderte diesen Lastwagen 2 Stockwerke hoch. Am 11. April 1944 fordert ein neuer Großangriff 1524 Tote und 969 Verletzte. Unter den Toten ist Bürgermeister Dr. Lürken. Von den 350 angreifenden Flugzeugen wird nur ein einziges abgeschossen. Die Stadt ist der Zerstörung schutzlos ausgeliefert. Die Feuerwehr selbst wird Opfer des Feuersturms. Schwer beschädigt wird das Rathaus, nur durch Zufall vor völliger Zerstörung bewahrt. Die Bombe, die alle Stockwerke durchschlug, war ein Blindgänger. Ein Teil der Rethel-Fresken im Rathaus ging verloren. Die beiden letzten Großangriffe erfolgen im Mai 1944. Die Luftschutzleitzentrale ist durch Bombenvolltreffer zerstört, das Telefonnetz ausgefallen.
Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung sind zusammengebrochen. Die in der Stadt verbliebenen Aachener leben in Kellern und Bunkern. In den Pausen zwischen den Fliegeralarmen bis zum Kriegsende gibt es 739 Mal Luftalarm, wird die Bevölkerung aus Feldküchen verpflegt. Selbst aus der Not des Volkes macht der Reichspropagandaminister noch Propaganda. Der Hilfszug Dr. Goebbels verteilt Kleidung an die Bedürftigen. Am Ende des Luftkrieges ist die Hälfte aller Gebäude in Aachen zerstört, darunter 37 Kirchen, 46 Schulen, 5800 Wohnhäuser und 60% aller Fabriken. Aus dem Aachener Revier werden Bergleute herangebracht, um die Verschütteten zu bergen. Mit der Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 haben die Luftangriffe auf Aachen ihr Ende gefunden. Die feindlichen Bomber werden an der Front und als Lufttransporter gebraucht. Die Bevölkerung weiß, dass dies die Ruhe vor dem Sturm ist. Am 11. September erscheint in Aachen die letzte Tageszeitung unter dem NS-Regime. Sie berichtet nicht, dass sich amerikanische Truppen bereits der Stadt nähern. Sie schweigt auch darüber, dass Heinrich Himmler am Vorabend in Aachen war und die Evakuierung der Stadt ablehnte. Diese Zeitung besteht nur aus Propaganda. Sechs Wochen nach der Invasion waren die alliierten Armeen aus ihrem Brückenkopf heraus vorgestoßen. Am 31. Juli fiel Avranches. Am 19. August schlossen die Kanadier bei Falaise den Kessel, in dem zwei deutsche Armeen aufgerieben wurden. Paris fiel am 25. August, Verdun am 1. September. Am 11. September erreichen amerikanische Verbände bei Trier und bei Aachen die deutsche Grenze. Eupen wird am Abend des 11. September eingenommen. Nach sechs Wochen fast pausenlosen Vormarsches über hunderte von Kilometern sind die amerikanischen Verbände erschöpft und ohne ausreichenden Nachschub. Aus dem Reichsgebiet werden deutsche Reserven herangeführt. Die Alliierten sollen am Westwall zum Stehen gebracht werden. Anfang August 1944 hatte Hitler, der in Deutschland jeden Fußbreit Boden verteidigen will, Befehl gegeben, die Festungswerke wieder verteidigungsbereit zu machen. Die Anlagen sind jedoch veraltet und nicht mit Waffen, Munition und Vorräten versehen, als sie von den zurückflutenden deutschen Truppen besetzt werden. Den Verteidigern des Westwalls stehen keine schweren Waffen zur Verfügung. Die gesungene Siegfriedlinie ist für die Amerikaner psychologisch ein größeres Hindernis als militärisch. Der Aachener Stadtwald ist nicht durch Panzersperren gesichert. Hier dringen die Amerikaner am 12. September bis zum Pelzerturm vor. Unmittelbar vor der Stadt, die sie vom Wald aus einsehen können, bleiben die Angreifer stehen. Am folgenden Tage, dem 13. September, durchbrechen amerikanische Panzer südlich Aachen den Westwall.
die deutschen Verteidigungslinien wird ein tiefer Keil getrieben. Es scheint, dass die feindlichen Verbände Aachen südlich umgehen wollen. In dieser Situation übernimmt am Morgen des 13. September Generalgraf Schwerin den Befehl im Abschnitt Aachen. Inzwischen hat die Partei, einen Tag nach Himmlers Durchhaltebefehl, doch mit der Evakuierung Aachens begonnen. Graf Schwerin meldet dem Generalstab des 81. Armeekorps: Am 12. September, nachts bei der Durchfahrt durch die Stadt Aachen auf meinen neuen Gefechtsstand, fand ich große Teile der Bevölkerung, darunter zahlreiche Frauen und Kinder, mit Handkarren und Kinderwagen, panikartig ohne Ziel auf der Landstraße abwandern. Die planlose Bewegung behinderte die Truppenbewegung und verursachte bösartige Panikstimmung auch unter den Soldaten. Ich entsandte darauf Offiziere in die Stadt, um bei der Polizei die Einstellung der wilden Fluchtbewegung zu erbitten. Die Offiziere fanden jedoch keine Regierungspartei oder Kommunalbehörde mehr im Amt. Der General stoppt die sinn- und planlose Evakuierung und will dies den Amerikanern mitteilen, mit deren Einmarsch er stündlich rechnet. Doch der auf Englisch geschriebene Zettel gerät in die Hand der Gauleitung. Schwerin wird abgesetzt und vor ein Kriegsgericht gestellt. Die Evakuierung geht weiter. Wie sie im Reichsgebiet dargestellt wurde, zeigt ein ungekürzter Ausschnitt aus der Deutschen Wochenschau. In den unmittelbar an der Front gelegenen Dörfern und Städten werden Evakuierungsmaßnahmen zum Schutze der Zivilbevölkerung durchgeführt. Vor allem sind es die Kinder mit ihren Müttern, die in Sicherheit gebracht werden. Über die Straßen zieht die Grenzbevölkerung. Aus den bedrohten Gebieten wird sämtliches Vieh abgetrieben. Hitlerjugend aber gibt durch ihre Bereitschaft ein leuchtendes Beispiel fanatischen Einsatzes. Im Vorgelände werden Drahthindernisse angelegt. Auch die Frauen der bedrohten Gaue sind mit Spaten und Hacke zum Bau von Befestigungsanlagen angetreten. Schanzabteilungen des Reichsarbeitsdienstes. Keiner schließt sich von diesem Werk aus. Jeder ist von seiner Notwendigkeit überzeugt. Die amerikanische Armee wird ihre Offensive erst fortsetzen, wenn sie ihr Nachschubnetz über den unzerstört in alliierte Hand gefallenen Hafen Rotterdam neu aufgebaut hat. Frontbetreuerinnen versorgen zunächst einmal die GIs mit Donuts und Kaffee. Dieser Soldat ist ein Gefangener der US-Armee. Er darf in Monschau eine Viertelstunde lang mit Mutter, Schwester und Bruder sprechen, vor Fotografen und Kameraleuten, die über Alois Janssen aus Monschau berichten werden. Es wird der einzige derartige Fall bleiben. Propaganda der anderen Seite. Der alliierte Oberbefehlshaber General Eisenhower plant die Eroberung des linken Rheinufers durch die Generale Bradley im Nordabschnitt mit Aachen und Köln und Patton im Mittelabschnitt. Beide Armeegruppen sollen sich bei Koblenz treffen. Noch vor Beginn der Offensive werden amerikanische Offiziere auf die Übernahme der Verwaltung deutscher Städte vorbereitet. Künftige Beamte der Militärregierung fassen zusammen, wie die Rechtsprechung geregelt werden soll. The Gestapo, secret police and others will be taken into custody.
Die Gestapo, der Polizeichef und andere werden verhaftet werden, wenigstens soweit sie noch da sind. Gestapo-Methoden werden nicht mehr angewandt werden. Was die Gerichte betrifft, so schlagen wir vor, die verschiedenen Militärgerichte zu benutzen, wie sie in unserer Vorschrift umrissen sind. Zusätzlich schlagen wir vor, bestimmte deutsche Richter, die bisher kleinere Vergehen in den unteren deutschen Gerichtshöfen abgeurteilt haben, einzusetzen, soweit sie von den zuständigen Behörden überprüft worden sind. Aber da natürlich nur unter sehr, sehr enger Aufsicht. Denken Sie immer daran, dass öffentliche Sicherheit und die Durchsetzung des Gesetzes unsere erste große Aufgabe sein wird. Aber unsere eigene Sicherheit muss ebenfalls bedacht werden. That's okay, but remember that public safety and law enforcement is going to be our first big job. And our own safety must also be taken into consideration. Einsatzorte und Aufgabenbereiche der Militärregierungsstäbe sind genau vorbereitet. Meist gehören diesen Gruppen auch Orts- und Sprachkundige, also deutsche Emigranten, an. Stehen Sie bequem, meine Herren. Sie sind in Marsch gesetzt worden und sind darauf vorbereitet, nach Koblenz einzurücken. Sie kennen die Anweisungen des alliierten Oberkommandierenden. You know your mission is to take over military government in the Stadtkreis of Koblenz and to perform other functions in the Regierungsbezirk. At this time, I want to call to your attention the danger of your mission. You are going into a territory, an enemy territory, whose people are still fighting against you. Be ever mindful at all times of your own security. Ihr Auftrag ist, die Militärregierung im Stadtkreis Koblenz zu übernehmen und andere Funktionen im Regierungsbezirk auszuüben. Jetzt möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Gefahren Ihres Auftrags lenken. Sie begeben sich in ein feindliches Gebiet, dessen Bevölkerung noch gegen Sie kämpft. Denken Sie zu jeder Zeit an Ihre eigene Sicherheit. Your vehicles look pretty good. You think they make the trip? Yes, sir. Where in the world did you get this vehicle? I'd best get the Hussager. Captain, where in the world did you get that German Jeep? Well, the fellow that had this won't need it anymore. Will it run? Just got done painting it and threw him a rock. Okay, fine. All right, wind him up, Corporal. Die Aufnahmen von der Verabschiedung der Gruppe, die in Koblenz die Militärregierung übernehmen soll, sind am 4. Oktober 1944 gemacht worden. Die Stadt wird erst Monate später erobert werden. Erbitterter deutscher Widerstand, besonders in der Schlacht um Aachen, verzögerte die Pläne Eisenhowers. Eine amerikanische Zeitungsskizze zeigt den Frontverlauf Anfang Oktober. Aachen ist von drei Seiten umschlossen. Am 9. Oktober überbringen amerikanische Parlamentäre ein Ultimatum, dessen Wortlaut über Großlautsprecher und durch Flugblätter verbreitet wird. Aachener, ich habe soeben dem Kommandierenden der Truppen in Aachen das nachstehende Ultimatum überreichen lassen. Die amerikanischen Streitkräfte haben Aachen jetzt völlig umzingelt. Ihnen stehen genügend Bombenflugzeuge und Artilleriestücke zur Verfügung, um die Stadt, wenn nötig, restlos zu vernichten. Die Stadt wird von uns genommen, entweder durch sofortige, bedingungslose Übergabe oder durch rücksichtslosen Sturmangriff. Es gibt keinen Mittelweg. Entweder Sie übergeben die Stadt mit Ihrem jetzigen Bestande bedingungslos und vermeiden dadurch den sinnlosen Verlust an deutschem Leben und Eigentum, oder Sie weigern sich und sehen der völligen Vernichtung entgegen. Die Wahl und die Verantwortung liegen bei Ihnen. Ihre Antwort ist, innerhalb 24 Stunden an dem Platz zu überreichen, der von dem Überbringer dieses Dokuments bezeichnet wird. Der Befehlshaber der amerikanischen Armee. Die Frist des Ultimatums wird auf zwei Tage verlängert. Sie bleibt ungenutzt.
Die amerikanische Armee schickt alle deutschen Zivilisten, die sie aus dem Kampfgebiet herausgeholt hat, in ein Auffanglager südlich Aachen. Im Laufe der Kämpfe sammelt sich im Lager Brandt fast die gesamte verbliebene Bevölkerung der Stadt. 4000 Menschen. Hier kann man sie unterbringen und zentral versorgen. Mit der Einschließung Aachens am 15. Oktober beginnt der Endkampf. Ein Umgehungsmanöver führt eine amerikanische Gruppe in den Rücken der deutschen Verteidiger. Stille lag plötzlich über den Ruinen der Stadt, als die Kanonen zum ersten Mal seit Tagen schwiegen. Zum ersten Mal wird die amerikanische Fahne in einer eroberten deutschen Großstadt aufgezogen. Den beteiligten Soldaten und Offizieren scheint nun das Ende des Krieges ganz nahe. Aber die Flaggenhissung am Suhrmond-Museum hat mehr symbolische Bedeutung. Der Sieg ist groß, psychologisch. Strategisch ist der Erfolg gering. Östlich Aachen hält die deutsche Front. Noch über ein Vierteljahr. Die amerikanische Armee muss sich auf den Winter vorbereiten. Er wird harte Kämpfe bringen. Im Hürtgenwald wird es zu einer der verlustreichsten Schlachten dieses Krieges kommen. Das Aachener Stadtarchiv war in einem Felsenkeller in Monschau ausgelagert worden, zum Schutz vor amerikanischen Bomben. Auf amerikanischen Lastwagen kehrt es nun wieder zurück, noch bevor die Aachener Bevölkerung aus dem Lager Brandt heimkehren darf. Ein Stück Vergangenheit ist gerettet in einer Stadt, deren Gegenwart zerstört ist. Amerikanische Kongressabgeordnete und Journalisten kommen in die erste deutsche Stadt, die in die Hände der Alliierten fiel. Einer der Journalisten im Range eines Sergeanten ist ein deutscher Emigrant, der Schriftsteller Stefan Heim. Er berichtet: Aachen war eine tote Stadt, ohne die Anmut, die Ruinen haben, die im Laufe der Jahrhunderte verfielen. Alles deutete auf einen überstürzten Auszug einer verängstigten, terrorisierten Bevölkerung.
Schales Bier war noch in den Gläsern in einem Restaurant auf dem Kaiserplatz. Die oberen Stockwerke des Hauses waren eingestürzt. Wir suchten nach Menschen. Wir wollten die Deutschen wieder treffen, um zu sehen, welche Wandlungen sich bei ihnen vollzogen hatten, in den Jahren der Vorbereitung auf den Krieg, in den Jahren der deutschen Siege und den langen, langen Jahren der Niederlage. Was ging in ihren Köpfen vor? Was ließ sie weitermachen, ungeachtet der Tatsache, dass sie akute Not litten, dass ihre Armeen wieder etwa dorthin zurückgeworfen waren, wo sie fast 6 Jahre zuvor angefangen hatten? Nur, dass im Laufe dieser Jahre Millionen Menschenleben und Milliarden an Werten vernichtet worden waren. Die historische Kathedrale von Aachen, wo im Mittelalter die deutschen Kaiser gekrönt wurden, ist stehen geblieben. Dort auf der anderen Seite der Straße trafen wir unseren ersten Aachener. Er war ein Geschäftsmann. Er war zu allem bereit, was wir wollten. Eine Propagandarede halten, die Nazis zu denunzieren oder die ganze wahre Geschichte zu erzählen. Natürlich durften wir dabei seinen Namen nicht benutzen, wegen der Gestapo, Sie verstehen. Und dann fragte er in anklagendem Ton, warum wir nicht früher gekommen wären. Er war einigermaßen überrascht, als wir ihm erklärten, dass wir nicht gekommen wären, um die Deutschen zu befreien. Und ihn fragten, warum denn, wenn er so dringend gewünscht hätte, befreit zu werden, er und seine Landsleute nicht selbst etwas für sich getan hätten. Im Lager Brandt spricht ein amerikanischer Berichterstatter mit dem für die Versorgung zuständigen Offizier. Er fragt, woher die Verwaltung Lebensmittel bekommt. Well, Major, I got into the Coral Harbor Hotel, which used to be the largest hotel in Aachen. It's been a strong point for the Wehrmacht and pretty badly shot up, but I found large stores of food there, a lot of sacked sugar and a lot of rolled oats in sacks, and I also found a lot of tinned oats. Nun, ich kam nach Aachen hinein. Ich kam in das Quellenhof-Hotel, das größte Hotel in Aachen gewesen ist. Es war ein Stützpunkt für die Wehrmacht und ganz schön zusammengeschossen. Aber ich fand große Lebensmittellager dort, eine Menge Säcke mit Zucker und mit Haferflocken. Kameraleute filmen auch die Befehlsausgabe des amerikanischen Lagerkommandanten an den Sprecher der Internierten. Stil und Atmosphäre des Gespräches sind bezeichnend. Ähnliche Szenen werden sich überall im besetzten Deutschland abspielen. It has come to my attention that the inhabitants of Brandt are unable to procure food on their food cards, their ration cards, because of the amount of food that's been passed in to the inhabitants of this camp. Es ist bekannt geworden, dass die Einwohner von Brandt ihre Lebensmittel nicht mehr genügend einkaufen können, weil so viel Lebensmittel über das Gitter reingereicht werden an die Bewohner des Lagers. It's our orders that no more food be transmitted from Brandt to the members of this camp. Es wird jetzt befohlen, dass keine Lebensmittel mehr über das Gitter hereingereicht werden an die Bewohner. We have instructed our military police that the members of this camp will not be permitted to loiter about the fences or gates or receive any packages through the fence or hold communication with people on the outside. Die Bewohner des Lagers dürfen sich nicht mehr am Gitter aufhalten oder Pakete annehmen. Please see that all your people are aware of our orders. So that they do not violate them, and so that it will not become necessary for us to take any disciplinary action. Möchten Sie dafür sorgen, dass das Bevölkerung damit nicht, wenn es nicht nötig ist, Gegenmaßnahmen zu ergreifen seitens der Polizei? Ich freue mich, wenn alles auf beiden Seiten zur Zufriedenheit erledigt wird. Herr von Desigidio, pleased if everything is settled to the general satisfaction of both sides. I'm sure it will be. Hoffen wir das Beste. Hope for the best. Thank you. That'll be all for today. Im November dürfen die evakuierten Aachener wieder in ihre Stadt zurückkehren. Alle ehemaligen Beamten und Angestellten der Stadt werden von der Militärregierung aufgefordert, sich zu melden. Jeder, der politisch nicht belastet ist, wird für den Wiederaufbau der Verwaltung gebraucht. Die Amerikaner haben auf Vorschlag des Aachener Bischofs van der Velden den Rechtsanwalt Franz Oppenhoff zum Oberbürgermeister bestimmt. Sein Name soll aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehalten werden. So ist der Aufruf des ersten von den Alliierten ernannten Bürgermeisters einer deutschen Großstadt nicht unterzeichnet. Aachener, unsere fast 2000-jährige Stadt, ist in ihrer Geschichte niemals von einem gleich schweren Schicksal getroffen worden wie heute.
Kein früherer Krieg, kein Stadtbrand, keine Hungersnot, keine Seuche haben die Stadt in ähnlicher Weise heimgesucht. Was nach den schweren Fliegerangriffen noch blieb, das ging in den letzten Kämpfen verloren. Wir finden nur noch Trümmer. Es fehlt an allem, an Wohnungen, an Nahrung, an Kleidung, an Werkzeugen, an Geld und Hilfsquellen. Bitterste Not liegt hinter uns, lange schwerste Zeiten des Aufbaues vor uns. Uns bleibt nichts als unser guter Wille, unsere Tatkraft und die tiefe, heiße Sehnsucht nach einem neuen, wahrhaften und gerechten Vaterland für alle. Es gibt nichts mehr zu verwalten. Alles und jedes ist neu zu erarbeiten. Erst 8 Tage nach Oppenhoffs Amtsantritt beginnt der zivile Verkehr mit 2 Pferdefuhrwerken. Die erste offizielle Publikation nach der Einnahme Aachens. General Eisenhower teilt der Bevölkerung mit, dass seine Soldaten als Sieger gekommen sind, nicht als Unterdrücker. Als die GIs zum ersten Mal deutschen Boden betraten, hatten sie ganz normalen Kontakt mit der Bevölkerung. Oft halfen sie den Deutschen. Anfang Oktober änderte sich das schlagartig. Das Oberkommando verbietet jeden Kontakt mit Deutschen. No fraternization. Die Karikatur aus diesen Tagen wirft ein Schlaglicht auf die Situation. Stadtkommandant Major Svoboda genehmigt die Rückbenennung von 1933 umbenannten Straßen. Übrigens, nach Adolf Hitler ist in Aachen nie eine Straße oder ein Platz benannt worden. Aber es gab eine Hermann-Göring-Straße. Sie wird in Buschhauser Weg umbenannt, noch während der Reichsmarschall jenseits der Front in vollem Pomp agiert. Was in Aachen geschieht, ist für die Nationalsozialisten Verrat. Sie verurteilen den namentlich unbekannten Oberbürgermeister in Abwesenheit zum Tode. Überraschend beginnt am 16. Dezember 1944 die Ardennenoffensive. Südlich Aachen stößt die Armeegruppe Rundstedt auf belgisches Gebiet vor. Nach 70 Kilometer Geländegewinn geht den deutschen Panzern der Sprit aus. Die Angriffsziele, der Hafen von Rotterdam und die Rückeroberung Aachens werden nicht erreicht. Dies ist die letzte Großoffensive der Wehrmacht. Sie verschlingt den Rest der deutschen Reserven. Die Ardennenoffensive verlängert den Krieg um mindestens 4 Wochen. Für die Bevölkerung Aachens bedeutet sie gesteigertes Misstrauen, größere Nervosität der Amerikaner und damit verschärfte Sperrstunden. Die Bevölkerung des besetzten deutschen Gebietes wird im Januar 1945 zum Straßenbau eingesetzt. Über diese Straße soll der amerikanische Nachschub für die Offensive rollen, die die deutschen Verteidigungsstellen östlich Aachens durchstoßen soll. Im Januar 1945 erscheint in Aachen die erste Zeitung. Das Leben scheint sich zu normalisieren. Aber 20 Kilometer östlich der Stadt toben erbitterte, verlustreiche Kämpfe.
Ende Februar 1945 gelingt der amerikanischen Armee der Durchbruch. Sie überquert die Ruhr. Mit dem Zusammenbruch der deutschen Verteidigungslinien ist der Weg zum Rhein frei. Aachen ist endlich keine Frontstadt mehr. Der Albtraum vieler Aachener, dass mit der Wehrmacht Partei und Gestapo doch noch zurückkehren könnten, ist endgültig vorüber. Aber noch einen Monat später, am 25. März 1945, wird ein nationalsozialistisches Fehmekommando Bürgermeister Oppenhoff ermordet.